Hallo und herzlich willkommen. Na, wie ihr sehen könnt, wisst ihr, was ansteht, was wir wieder zocken, und zwar Conqueror's Blade, was sonst. Ja, Paus Maul ist echt gut dabei. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen, er war richtig gut dabei. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, fehlen uns nicht mehr viele Punkte bis zur kaiserlichen Speerwerfer. Und Paus Maul ist selber voll überrascht. Was? Du noch 48 Punkte? Dann können wir uns eigentlich die Einheiten holen? Das ist aber toll. Ihr habt in seiner Stimme gehört, wie überrascht er ist. Und ja, ich würde sagen, es geht direkt los und wir werden noch ein bisschen Ehre farmen und dann haben wir eigentlich die kaiserlichen Speerwerfer. Wir zögern nicht lange, wir müssen noch ein paar Sachen hier erledigen. Wir drücken jetzt mal auf O. Ich muss mal wieder ein bisschen gucken hier. O, O, O. Nein, ich habe jetzt keine Lust auf ein Duell, danke. Erstmal die Dings einloggen. Baum. Was bekommen wir eigentlich mit ihm? Die Tagesaufgaben machen wir nicht, wie immer. Kampfpass, sehr schön. Nee, wollen wir gar nicht vorbestellen. Uiuiuiuiui. Und wir haben Goldstaub bekommen. Sehr geil. Das ist aber sehr geil. Goldstaub zu bekommen ist ziemlich cool. Z. So, ne. Da eine Nachricht. Oh, wir haben was erhalten. Ist aber nett. Nehmen. Aber bekommen. Super. Nicht wundern, ich habe auch jetzt mal ein bisschen hier an meinem Zuhause rumgeschraubt. Ich spiele jetzt nämlich auf einem etwas größeren Display. Hängt an der Wand. Bisschen zu hoch vielleicht, aber mit meiner Kamera und allem drum und dran, so vom Winkel her, finde ich, passt das ganz cool. Und schreibt mir das ja mal in die Kommentare, wie ihr die neue Optik so findet. Ich meine, es hat sich nicht viel verändert, dass die Kamera ein bisschen anders positioniert ist. Just do it! So, abschließen, sehr schön. Und annehmen. Dudelsäcke gibt's jetzt. Sind wir denn schon in der neuen Season angekommen? Da schauen wir doch mal raus. Nope. Sind wir? Nee, das ist doch immer noch Season 9. Wann kommt denn die Season 10, denke ich mal, raus? Die müsste ja auch bald kommen, ne? Erhalten. Annehmen. Oh. Haben wir noch ein bisschen was hinterhergeworfen bekommen. Das ist aber schön. Sollen wir mal kurz auf I gehen? Hier. Ja, mit der Kohle. Können wir nicht benutzen. Die Season ist noch nicht so weit. Genau. Okay. Gut. So, dann drücken wir mal auf J. Und Feldschlacht geht los. Also starten wir jetzt gleich. Wartezeit ist auch nicht so lang, deswegen ist es ziemlich gut. Naja. Achso, und ich spiele wieder mit Sound, weil es gibt nur ein gewisses Lied, was Copyright hat. Und das ist das, wenn du nämlich die Welt verlässt. Da hast du dann nämlich ein bisschen Copyright-Stress. Verstehst du? Achso, und in der Zwischenzeit, wo ihr wartet, like doch mal, genauso wie ich, auf den Like-Button. Denn so blöd kann keiner sein! Und unterstütze mein Video. Dankeschön. Also richtig schön draufhauen, ne? Dankeschön. Und es geht los. In 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh Mann, guck mal, was wir für Mist dabei haben. Können wir irgendwas gucken? Die Bogenschützen behalten wir. Ich weiß, die sind grau, aber die sind stark. Die sind. Ihr wundert euch vielleicht, warum stark. Die haben einfach viele Kills. Ich kann euch nachher mal die Statistik zeigen. Ihr glaubt mir das zwar nicht, ne? Aber die sind wirklich gut. Also, wir können noch 23 Punkte mit denen für 3. Ne, 33. Für 33 kannst du ja nicht. Tatsache. 5 Einheiten, perfekt. Guck mal, da kommen wir mit ganz schön viel Rotz an. Ist das schön. Oh, wir dürfen verteidigen. Das ist aber interessant. Wie kommen wir nicht vorbei? Was soll der Scheiß? Muss man das dann kaputt machen? Naja. Na? Können wir da nicht durch? Jetzt können wir da durch. Na los, auch nicht. Doch. Siehst du, da schon nämlich der erste Stressbold. Auf da, Jungs.
Greift an, macht sie platt. Los. Zeigt, was ihr könnt, meine grauen Units. Zeigt der Welt, dass ihr nicht so grau seid, wie ihr ausschaut. Nein. Oh, ich muss raus, sonst bin ich tot. Halt. Boah. Nein. Nein, ich wurde von den Echt. Ich wurde von Echt von denen gelegt. Oh, wie kacke ist das denn? Ha! Noob. Egal. Komm, wir sind in der Verteidigung. Wir fangen mal mit dem Bogenschützen nochmal an. Wir packen auch nochmal irgendwo hin. Oh, die sind schon drin. Na los, stellt euch mal hier hin und macht sie mal platt. Oh Gott. Los, kommt Jungs. Wir setzen vielleicht ein bisschen zu nah dran, aber... Nein, nein. Hier. Oh ne, das sind zu viele Rote. Weg. Hier, kommt her, los, bevor ihr da einfach unnötig zerfressen werdet. Genau das meine ich. Nein. Ach scheiße, sie sind schon viel zu weit. Die Map ist nämlich ziemlich klein und das ist dann nicht so schön. Ungeschnetzelt schon wieder. Und so, wenn wir jetzt weiter zu schnell verlieren, haben sie schon gleich B eingenommen. Das ist ja auch nicht geil, ey. Was ist denn da los? Ja, und B haben sie auch schon eingenommen. Get into position. Form up. Wir stellen uns mal hier hin und ich habe eine Idee. Das wird zwar nicht klappen, aber pff. Man will ja die Folge so ein bisschen spannend machen. Oh Gott, wir haben die Flammenpfeile mitgenommen. Scheiße. Okay, das kann nur eine Katastrophe werden. Juhu, wir haben ein bisschen Schaden gemacht, sehr schön. Ich glaube, hier vorne sind sie schon drin, dann können wir noch mal ein bisschen Stress machen. Ja, wir machen Damage, genau, so soll das sein. Und das läuft doch relativ okay. Welchen haben sie eingenommen? Irgendein Versorgungspunkt, ne? Okay, ja, wir haben noch ein bisschen. Wie können sie den roten Versorgungspunkt einnehmen? Wie geht das? Wie kann der denn übernommen werden? So rum. Oh, ein Crit sogar gelandet. Sehr schön. Komm, wir schießen. Wir müssen weiter halt ein bisschen defensiv spielen. Wir halten sie da ein bisschen auf von uns. Was ist sehr gut ist. So. Los, was? Okay, wir haben wenigstens ein bisschen was gemacht. Und Assist haben wir auch bekommen. Was auch ziemlich gut ist. Einer war erledigt.
Ah, scheiße. Wir müssen sie halt ein bisschen aufhalten, aber wir dürfen auch nicht die ganze Zeit sterben hier, ne? Das ist ja auch nochmal so ein... Weg, 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 weg. Oh, schön hinten rein. Sehr gut, da können wir noch ein bisschen hier was klatschen. Wir sollten abhauen, bevor wir hier unnötig sterben. Das ist Quatsch, hier drauf zu gehen. Aber wir müssen den Punkt echt verteidigen. Das ist unsere letzte Stelle. Ne? Und wir haben noch 4 Minuten Zeit. Das wird echt knapp. Aber wenn ich immer noch versorge, ich muss Einheiten holen. Ansonsten haben wir das wirklich ganz schön schnell verkackt. Der vorne ist erst die erste Barriere. Mhm. Oha, was war das? Ein Feuerwerk. Shields up and charge! Crush these barbarians! Attack! Only to charge! Crush these barbarians! 2 Minuten sind noch, die müssen wir noch aushalten. Wenn ja, dann hätten wir das Ding eigentlich gewonnen. Komm zurück hier. Hierher, Jungs. Hier zurück, sonst verliert ihr noch unnötige Energie. Kommt zurück hier. Wir chargen gleich nochmal rein. Und zwar jetzt. So, rein da. Boah, Krieger hat voll umgeworfen von irgendeinem Arsch. Von der Seite wieder einer reingesagt. Sehr, sehr gut. Wir müssen es halt nur aufhalten. Ja, ein schöner Tri-Bock hier, drei Dings auf uns. Ach. Nice. Ja, ein gekillt von denen. Sehr schön. Heil dich hoch. Oh. Oh Mann, wir haben echt keine Chance, Freunde. Das ich bemühe mich hier das Ganze zu blocken. So gut ich kann. Na los. Sehr schön. Komm, noch 50 Sekunden, los Leute, kommt. Sehr schön. Komm, noch 40 Sekunden. Sehr gut. Ja, das haben wir noch erfolgreich verteidigt. Das sieht gut aus. Ich heile mich mal gleich hoch, wenn ich kann. Na los, komm, 8 Sekunden noch. Sehr gut. Einmal umgeknackt, sehr schön. Ja, nochmal einen Assist bekommen, das Ding aber verteidigt, sehr schön. Ja, sehr gut. Und wir haben 71 Ehre bekommen. Wir haben leider keinen Schlüssel. Oder? Hm. Doch, Tatsache, wir haben einen Schlüssel. Oh, wuhu. Wir haben ein bisschen was bekommen hier. Das ist doch schön. Ja, wirklich, wir wollen es beenden. Sehr schön. Okay. So. Die erste Amtshandlung, die wir jetzt hier machen werden. Wo sind sie? Kaiserliche Speerwerfer der Miliz. Könnt ihr die sehen? Ihr seht sie, richtig? Auch wenn meine Kamera davor ist. Sehr schön. Nach 2 Jahren haben wir die endlich bekommen. Nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren. Ich muss das mal reinziehen. Nach 2 Jahren. 2019 wurden die mir empfohlen und jetzt habe ich sie endlich freigespielt. Aber jetzt noch was Ernstes, ne? Also spielt Spiele aus Fun, ne? Und probiert nicht irgendwas hinterher zu haschen.
Macht das nicht zu eurer Lebensaufgabe, irgendwelche Einheiten oder so freizuspielen, sondern genießt das Spielen, keine Frage. Ich bin auch ein Gamer, wie ihr sehen könnt. Aber draußen, da sind auch geilere Abenteuer. Wirklich, ist so. Nur mal so ein kleiner Hinweis von mir. Ist nicht böse gemeint oder so. Sehr geil. Jetzt haben wir endlich unsere kaiserlichen Speerwerfer und die können wir jetzt benutzen. Wir können unsere Armee... Aber wir müssen jetzt erstmal herstellen, ne? Wo sind sie denn? Da sind sie. Oh. Ja, wir müssen 93.000 für die ausgeben. Das haben wir sogar parat, die Bronze. Ja, Bronze ist das. So, die lassen wir mit drin. Jetzt haben wir die noch. Jetzt haben wir noch... Was müssen wir noch die... Wo sind denn die? Die können wir nicht mehr benutzen. Nicht genug Einfluss für die. Das ist doof. Aber die müssen wir leider die entlassen. Wir brauchen auf jeden Fall Pikeniere. Da gibt's keinen drumherum. Die brauchen wir auf jeden Fall. Gibt es nicht eine billigere Bogenschützeneinheit? Nee. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Ruhm. Wir brauchen ein bisschen mehr Ruhm. Ohne Ruhm wird das hier nichts. Dann nehmen wir noch hier Graue mit. Dann sind wir wenigstens nicht, haben wir unsere Ehre wenigstens, unser Ruhm wirklich voll ausgelastet. Das ist so mein Gedanke, warum ich die jetzt noch mit einpacke. Aber das sind ja meine Leibeigenen, genau. Sehr geil. Nach 2 Jahren. Wir haben hier noch ein paar Sachen bekommen. Einmal XP, ja bitte. Kann man damit auf Units gehen? Wir haben hier noch einen. Wir können hier nochmal einen epischen Rossharnisch herstellen. Dann haben wir hier die Abhandlung und dann haben wir nochmal Schlachtfeldrelikt. Ich würde kotzen, wenn wir jetzt hier die Dings bekommen, damit die kaiserlichen Speerwerfer bekommen. Aber die Fusiliere des Kriegsrats. Sehr geil. Wow, haben wir echt Glück. So, wir sind jetzt hier beim Schmied und wir gucken mal, ob wir den Sattel hier, den legendären, hinbekommen, den wir jetzt hier haben. Nein, uns fehlt Goldstaub, uns fehlt Lederbein und uns fehlen 81 von den Stahlbarren. Mann, 10 davon. Aber die kann man, glaube ich, bei der Apothekerin holen gehen. Ich glaube, das ist aber nicht so eine gute Idee. Wir gehen trotzdem mal hin. Was soll man machen? Wir brauchen sie. Sie verkauft uns Items. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Trotzdem musst du mich hier einkaufen lassen, auch wenn du mich hier anbrüllst die ganze Zeit. 60. Da können wir auch gleich Maximalmenge davon kaufen. 60. Silber können wir auch gleich kaufen. Machen 60 einfach. 30 ist die Maximalmenge. Ist okay. Und hier auch nochmal 60. Sehr schön. Also noch ein bisschen Goldstaub hätte ich mal nicht so viel verkaufen dürfen, dann hätte man das eigentlich machen können. Aber so ist das halt. War schön, dich wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss. Fahr weiter! Und ich würde sagen, für heute beenden wir die Folge. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben eigentlich die kaiserlichen Speerwerfer. Bin ich sehr stolz drauf. Nach 2 Jahren. Okay, da war dazwischen auch noch ein Jahr Pause, ne, weil ich im Ausland war. Aber jetzt haben wir sie endlich. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ob wir jetzt auch demnächst noch die Kampfkolosse kriegen. Ich habe ja auch herausgefunden, wer ein bisschen leichte Ehre bekommt oder farmen kann. Wenn du halt die ganzen Marken eintauschst, etc. pp. Kriegst du eigentlich relativ hinterhergeworfen. Vielleicht haben wir die Kolosse auch bald mit ihm dann freigespielt. Bin ich schon gespannt. Und wir müssen natürlich noch Rüstung haben, die uns ein bisschen mehr Ruhm gibt, damit wir ein bisschen mehr Units haben dürfen, ne? Gut, das war's. Lange gequatscht. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut. Bis dann, dein Damir, aka Bärenkroate.